Wichtig, Metaplay ist auf Lucky V verboten. Informationen, die ihr in dieser YouTube-Serie erlangt, dürfen nicht als Wissen eures Charakters im Rollenspiel genutzt werden. Ein derartiger Regelbruch wird abgestraft und führt letztlich zum Ausschluss vom Server. Du hast doch die Sofas gesehen vor der Gasse. Die da. Ja. Nun, ich setze mich da vorhin hin mit einem Kollegen aus der Gasse und aus irgendeinem Grund hält ein Polizeiwagen an. Ah. Einfach so vor der Gasse. Suki. Nun, der gute Kollege ist so nett und geht vor, damit ich mich irgendwie entfernen kann und blöd, die sagen ihm, die machen Mittagspause da. Das ist doch scheiße, die halten vor die Gasse von irgendeiner Bande und wollen uns sagen, die machen Mittagspause. Vor Mittagspause. Um die Uhrzeit. Ich habe mich auch letztens erst daran erinnert, als wir uns noch nicht kannten, da wurde mir erzählt, irgend so ein Typ von der Bank war da und hat sich Nummer von Häuser aufgeschrieben. Und irgendwie erst später wurde mir klar, das warst du. Mhm. Und eine Woche später ist der Typ mein Arbeitgeber. Die Welt ist ein Dorf. Ja. Aber man kennt mich da schon scheinbar. Du hast gesagt, dass hast mich denen schon vorgestellt. Die wissen, dass ich arbeite für einen Bestatter da. Ah, okay. Nee, der eine hat gesagt, sie sind der Arbeitgeber von Sputnik. Da ich musste wenigstens sagen, wo ich denn ab und zu hin verschwinde. Ja, das stimmt. Aber wie du weißt, haben die auch schon Interesse an deinem Arbeitsbereich gezeigt. Nun, ja, richtig. Ich sagte, du würdest auf sie zukommen, wenn du bereit bist. Richtig, genau. Wer ist denn da von denen der Höhere, der Höchste soweit? Neben Nestor und Ocho und Obispo. Weil die wissen davon. Blöd, also der das Sagen in die Gasse hat? Ich glaube, diese kennst du schon, den Typen. Limon oder so, ne? Da, richtig, Limon. Der wäre dein Ansprechpartner dann. Hm. Ja, ich meine, wenn der heute Zeit hat, würde ich mich mit dem gerne unterhalten. Blä, du rauchst auch krass. Ich bin froh, dass ich mit dieser Scheiße niemals angefangen habe. Warum denn nicht? Da ich weiß nicht, ich habe in Russland so einiges gesehen. Von Drogen nehmen habe ich Respekt. Also einen solltest du auf jeden Fall, weil wenn du weißt, es ist gute Qualität, ich solltest du mal einen probieren. Damit du weißt, was passiert, wenn du den nimmst. So wie mit Alkohol. Ich meine, am Anfang habe ich das Zeug auch nicht verkauft und jetzt beliefere ich dich. In diesem Geschäft steckt eine Menge Geld. Man muss. Ja, das ist richtig, aber es ist ein gefährliches Geschäft. Drogen sind ein sehr tödliches Geschäft. Wenn man sich mit den falschen Leuten schnell anlegt, dann kann das sehr schnell tödlich enden. Deswegen halten wir uns da komplett raus. Das ist nicht verkehrt. Ich meine, als Bestatter hast du auch viele andere Möglichkeiten, die die Drogendealer nicht haben, ne? Das ist so richtig. Ich kann so schlecht gucken. Ist hier frei? Irgendwo hier ist ein freier Parkplatz, ne? Packe ich mal hier ein. Du kannst auch vor die Gäste parken kurz. Nee, das muss nicht gut sein. Das sind gute Menschen in der Gasse, hm?
Wenn du sie mit Respekt behandelst, dann werden sie es dir gleich tun. Pass auf hier bei dieser Tannenblatt. Ja, ich weiß. Rutschig. Ja, ich weiß, ich hab's schon mehrmals mitgekriegt. Bin selber schon fast gestolpert, dreimal. Irgendeine komische Babuschka macht hier immer ihre Putzzeug. Ausschütten. Da ist sogar jemand. Hola. Привет, Лимон. Rico. Hola. Guten Abend. Ach, Sie sind der Herr mit diesem schicken Jeep, nicht wahr? Ja, das ist so richtig. Nehmen Sie doch Platz, Mister. Dankeschön. Was kann ich für Sie tun? Ja, mir ist von unserem Freund hier zu Ohren getragen worden, dass es durchaus Interesse gibt an unserem Geschäftsmodell ihrerseits. Und nee. Wenn Sie möchten, dann können Sie uns gerne mal anrufen, wenn Sie zum Beispiel irgendetwas loswerden wollen. Was vielleicht nicht ganz so wenig Platz wegnimmt. Und durchaus vorher lebendig war. Ich hab schon verstanden. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass da bestimmte auch eine gewisse Diskretion dann herrscht, nicht wahr? Aber natürlich also das nicht nur umsonst, versteht sich. Das ist vorauszusetzen. Was kostet denn so eine Übernahme von nicht mehr zu gebrauchenden Gütern? Das ist, man gibt, was man denkt. Ich habe da keine Festpreise. Ich biete es ja nicht an. Natürlich nicht. Pues perfecto. Und Sputnik macht sich gut bei Ihnen, Jay? Ich kann mich nicht beschweren. Er macht sich durchaus sehr gut. Das möchte ich doch meinen. Sie haben nicht zufällig diese langen, dunkelschwarzen Autos bei sich im Betrieb, oder? Doch, ja, haben wir. Was kostet so ein Ding? Das macht sich doch bestimmt nicht schlecht mit ein bisschen Hydraulik unten drin, right? Schön wäre es, aber ein Leichenwagen mit Hydraulik, das kommt nicht gut. Ja. Leider. Goldfelgen vielleicht? Ja, das hatten wir auch schon überlegt. Unterbodenbeleuchtung, in Goldfolierung. Wärst du mit so goldenen Kreuzsalzfelgen? Das hätte doch was. Na, Dollarfelgen ist viel schöner. Dollar? So richtig große Dollarfelgen, die so groß sind wie ein Gullideckel. Ich finde so Kreuze. Ja, scheiße. Dann auch so ein goldenes Kreuz vorne auf der Motorhaube. Schön, das würde bestimmt was hermachen, ne? Durchaus. Ich muss auch sagen, dass ich habe ja vorhin ja etwas von euch gegönnt, was man mir gegeben hat. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe das nicht erwartet. Naja, das ist nun mal das Munchies, ey. Munchi? Munchies. Übersetzt quasi Mondkäse. Ja. Das passt. Schön. Müssen Sie nur aufpassen, dass Sie nicht zu viel davon rauchen, nicht, dass Sie auf derselben Wolke schweben wie Ihre Kundschaft, ey? Nein, das habe ich nicht vor. Einer die Woche sollte erstmal genügen. Also nicht, dass Sie davon umkommen, aber ich meine, der Kopf wird dann irgendwann so weit in den Wolken sein, dass Sie mit Ihrem Patienten, sage ich jetzt mal, mit Ihrem Kunden sprechen können, ey? Zumindest. Ja. Oh Gott. Ach so, und mal zurückzukommen. Wir machen natürlich dann auch, wenn Bedarf besteht, Abholservice und Reinigung von anderen Flächen und so. Ich sag, so Kofferraumreinigung und so ein Kram, sei? Ja, genau. Das ist ziemlich gut. Weil ich sag mal so, mit allgemeiner Bleiche, die man so für andere, wo man die auch sonst so herkriegt, bleiben trotzdem Rückstände. Wir kriegen das rückstandslos hin.
Wir arbeiten ja schließlich sonst die ganze Zeit mit so einer Scheiße. Das glaube ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass schon eine Wohnung, in der jemand ein paar Wochen lang vor sich hinschimmelt, muss man gut aufräumen können, ne? Ja, richtig. Es gibt da durchaus einige Chemikalien, die eiliges restlos entfernen. Sind Sie nicht der Typ, der mal hier war von der Bank oder so? Ja, genau. Ich habe mir die Hausnummern aufgeschrieben. Sie. Ich erinnere mich an Sie. Hola. Guten Abend. Hola. Was läuft, Lola? Nichts ist gut. Das ist der Bestatter. Er hat uns gerade seine... Wie sagt man? Dienste angeboten, schön. Ziemlich lukrativer Scheiß, muss ich sagen. Es ist noch nicht so weit. Es geht nicht darum, dass wir deinen Jack kaufen, schön. Das ist noch... Das können wir auch noch nächsten Monat machen. Müssen wir den verschwinden lassen? Na, no, aber für den Fall, dass es mal irgendwie... passiert? Ist es gut, da jemanden zu kennen, würde ich sagen. Das war... Ja gut, sollten Sie also noch Fragen haben, können Sie auch gerne jederzeit anrufen, ne? Gerne. Ich habe jetzt wieder Nummer, schön, und dann... Genau. Werden Sie auf jeden Fall von uns hören. Genauso andersrum, wie ich Ihnen gesagt habe, schön? Ja, ich hoffe, ich muss Ihre Dienste nicht allzu bald in Anspruch nehmen. Ich genieße aktuell meine Ruhe. Natürlich. Aber es ist gut, dass ich weiß, dass da jemand wäre, den man rufen könnte. Da die Sache ja schon organisiert ist und eigentlich sicher sein sollte. Also sicher ist es nie, aber Sie wissen schon. Es sollte es eigentlich keine große Sache sein. Naja, wir sprechen ja trotzdem von Entführung, nehme ich an, Jay. Ja. Gut, sagen Sie eine Summe. Sagen wir... Ich werfe jetzt einfach mal 2000 in den Raum. Was sagen Sie dazu? 4. Ja, dann treffen wir uns doch einfach bei... Na komm, ich bin großzügig. Mach mal 3,5. Sind Sie dabei? Gut. Ist gut. Brauchen Sie noch irgendwelche Infos? Vielleicht irgendwie Haarfarbe oder sowas? Nanapack. Nanapack. Weiß jemand von euch, wo das ist? Sie. Perfekt. Dunkle Haare, die... Ich würde sagen, sie hat ein bisschen einen asiatischen Touch. Ich glaube, ich kenne die. Ich schwör's Ihnen, ich glaube, ich kenne die. Ja, asiatischer Touch von den Gesichtszügen her, würde ich auch so behaupten. Es werden nicht so viele da sein, die da arbeiten. Es sollte sehr überschaubar sein. Gut. Aber tun Sie mir noch einen Gefallen. Wenn Herr Winters vor Ort ist, weiß ich natürlich jetzt nicht. Dann hauen Sie den doch einen aufs Maul. Und sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Egal wie oder irgendwelche Vorlieben. Soll er wirklich Ihren Namen mitkriegen, oder? Also sollen wir sagen, schönen Gruß von Mr. Jackson, oder? Ja, können Sie sagen. Mr. Gott, Schmaul, diesem... Was hat er gesagt, Winters? Winters, das ist ein alter Commander. Der hat bei der Demonstration wegen der Sozialgeldkürzung damals ziemlich große Fresse gehabt. Na dann, ist es nicht mein Verlust, eh? No, auf gar keinen Fall. Das ist ein Arschloch. Also wenn da wirklich nur dieser Winters ist und wir den ausnocken, bis der wieder bei Bewusstsein ist und den Notruf abgelegt hat, bist du schon zweimal wieder weg. Sieh, aber dann ist das Auto in der Fahndung, schei? Denkst du, die ist einfach groß. Also offen. Jeder, der da vorbeifährt, der sieht, was los ist. Da muss noch ein Kunde kommen, dann hast du ein Problem. Da wird er eben mit reingezogen. Ja. No. Meinst du nicht? No. Ist riskant. Dann bleib ich eben drin, schei? Wenn du dich schnappen lassen willst, gerne. Ja, das ist das Wichtigste.
Oft haben wir so negative Gedanken, bevor das losgeht, weißt du? Dürfen wir nicht haben, Mirda. Immer positiv denken, das wird schon werden. Das wird schon werden. Positiv denken, ne? Also, wie ist der Plan, hä? Wir gehen rein und direkt Action, see? Limon? Ich denke gerade nach. Ich denke, wir sollten. Also, wenn wir reingehen. Das ist der Laden. Das hier, nicht wahr? Da war jemand am Schrauben, aber ich habe keine Ahnung, ob sie da ist. Ich muss einfach machen. Sie, wir haben keine andere Wahl, ne? Ne, wir haben keine Zeit. Wir sind schon 4 Minuten drüber. Alejandro, gehen wir rein. Wirklich noch Leute. Ja, was sonst? Ich frage mich sowieso, wo ich hinfahre. Gut, gehen wir rein. Was ist jetzt der Plan? Walle. Wir gehen jetzt schon rein. Ja, wieder rein, sich auf dem Hof stehen, sich daneben stehen, sich davor stehen. Sie auf den Hof, einfach drauf parken. Ja, wie? Rein, raus, fertig. Sie! Walle. Da gibt's nichts, was zu durchdenken.